So wie auf der Fingal läuft das seit 400 Jahren in den Highlands. Der Boss ist Engländer, die Arbeit machen die Schotten. Heute sind die alten Rivalitäten fast vergessen. Slow surge, please, Jay. Die Fingal ist eines der größten Schiffe, die den Caledonian-Kanal befahren können. 1803 haben die Schotten mit dem Schaufeln begonnen, 20 Jahre lang, bis sie durch waren. Aber der Boden ist steinig und so fehlt es dem Kanal an Tiefgang. Deshalb ist er nie modernisiert worden und bis heute fast im Originalzustand. Die schottischen Highlands sind reich an unberührter Natur, meistens ziemlich schön. Aber sie sind auch reich an Geschichte, meistens ziemlich gruselig. Dieses Denkmal wurde an einer Quelle gebaut, wo 1663 ein Mitglied des MacDonald-Clans 7 Köpfe wusch, die er Mitgliedern eines anderen Clans abgetrennt hatte. Damals hatte das Ergebnis von Racheakten sauber zu sein. Die größte Legende des Caledonian-Kanals aber liegt im Kanal selber. 300 Meter tief im torfgeschwärzten Wasser von Loch Ness. George Edwards hat es 37 Mal gesehen, was nicht ungewöhnlich ist. Nessie wird jeden Tag von irgendwem gesehen. Aber die meisten erzählen lieber nichts davon, um sich nicht lächerlich zu machen. Die letzte offizielle Sichtung war im September. Eine Familie aus Quebec schaute über die Orcott-Bucht. Was sie sahen, war 3 bis 4 Meter lang. Kein dünner Hals, der aus dem Wasser ragte oder sowas. Als ich ihnen mein Foto von 1986 zeigte, meinten sie, dass es genau so ausgesehen hätte. Nessie lebt oder nicht, was soll's. Die Leute leben gut von ihr. Vor 200 Jahren hatten die Leute andere Probleme. Die Highlander wurden von den Engländern reihenweise eingesackt und für vermeintliche Verbrechen in die Kolonien geschickt. Schottische Clanchefs verhökerten ihr Land an die oberen Dienstgrade der englischen Truppen. Thomas Telford überredete die Regierung zum Kanalbau. Aber als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme kam das zu spät. Die Menschen waren schon geflohen oder vertrieben. So mussten sie 9000 Iren herholen. 200 Jahre Geschichte, das heißt auch 200 Jahre alte Privilegien. Jim, der Brückenwärter, ärgert sich noch heute jeden Tag über ein Vorrecht aus der Zeit des Kanalbaus. Der Bauer hat grundsätzlich Vorfahrt. Die Farm seiner Familie war schon hier, bevor die Brücke gebaut wurde. Wenn er rüber will, müssen alle Schiffe warten. Auch die Technik ist an diesem Kanalabschnitt seit 2 Jahrhunderten unverändert. Für Touristen ist das jedes Mal ein schönes Schauspiel. Für Jim und Terry heißt das jedes Mal kurbeln. Mehr als 30 Meter Höhenunterschied müssen die Schiffe überwinden. Aber die Technik von damals hat noch nie versagt. Die Fingal macht sich auf ihren einsamen Weg ins Winterlager. Im nächsten Frühjahr wird es wieder eng auf dem Caledonian-Kanal, wenn die Touristenboote kommen. Auf der Suche nach Monstern und Mythen.
220 Brücken und 100 Schleusen auf 240 Kilometern. Ein künstlicher Wasserweg, der Mittelmeer und Atlantik verbindet. Fertiggestellt 1680. Damals ein unglaubliches Werk. 10.000 Arbeiter haben es vollendet. Ein Mann hatte den Traum und den Plan dazu. Paul Riquet. André Lopez fährt jeden Tag raus, vom Kanal in die Lagune. Wenn ich hier bin, bin ich König. Bei Sète fängt der Canal du Midi an, am Leuchtturm Les Anglous, dahinter das Mittelmeer. Eine fischreiche Bucht, wenn der Wind stimmt. Der beste Wind zum Fischen ist der Mistral, aber er darf nicht zu stark sein. Mistral. André Lopez angelt hier seit 60 Jahren. Von dem Ertrag lebt er. An guten Tagen holt er viel raus. Das ist eine Dorade. Die ist hier in der Lagune geboren. Das war's. Mehr ist heute nicht drin. Zurück in den Kanal. Zurück zu seiner Frau. Ja, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Jacqueline Lopez wartet auf ihren Mann immer an derselben Stelle. Ich erkenne ihn am Pfeifen. Kein anderer pfeift wie er. Zuerst das Boot. Dann der Fang. Der Canal du Midi bleibt nicht lange auf Meereshöhe. Schon nach 20 Kilometern muss er einen Fluss queren auf einer schiffbaren Brücke. Vorbei an der ersten bedeutenden Stadt am Kanal. Béziers, die Heimatstadt des Baumeisters. Nach den großen Brücken die kleinen, Eselsbrücken. Ebenso von Riquet erbaut wie die offenen Waschstellen in den Dörfern. Die alten Herren gehörten früher zur Dorfjugend. Aber eins hat sich durch die Jahre nicht geändert. Ihr Treffpunkt am Kanal. Als ich klein war, habe ich hier schwimmen gelernt, hier im Kanal. Auf seinem Weg zum Atlantik muss der Kanal jetzt über den Berg. Allein 25 Meter steigt er hier an der Treppenschleuse von Fonsserran. Mehr als eine Stunde brauchen die Kanalfahrer für die 7 aufeinanderfolgenden Schleusenkammern. Frachtschifffahrt gibt es nicht mehr. Aber die Schleusen bleiben in Betrieb. Die 60 Schleusenmeister haben sichere Arbeitsplätze. Doch kaum einer ist so kunstvoll wie der von Joël Barthès. Seine Schleuse wollen alle sehen. Schweizer, Engländer, Niederländer, Franzosen. Und die Bayern. Die erkenne ich an der blau-weißen Flagge mit dem Löwen. Ich begrüße die mit Grüß Gott. Dann sind sie immer ganz sprachlos. Jeder Schleusenmeister muss seine Schleuse warten und pflegen. Joël Barthès hat sie künstlerisch gestaltet. Aus dem Arbeitsplatz ist eine Ausstellung geworden. Im Winter sind wir immer mit der Motorsäge unterwegs und sägen die Baumwurzeln ab, die in den Kanal ragen. Daraus habe ich eines Tages diese Figuren hier gebaut. So hat es angefangen. Musik.
Weiter geht es nach Westen. Über einen kleinen Fluss führt die älteste Kanalbrücke der Welt. Riquets technische Meisterleistung ist über 300 Jahre alt. Gesäumt wird der Kanal von Platanen, die dem Ufer Halt geben und den Frachtschiffen früher Schatten spendeten. Dann erreicht der Kanal seine heimliche Hauptstadt, Castelnaudary. Hier hat der Canal du Midi sein größtes Bassin. Hier war Platz für einen Hafen, hier wurde Getreide umgeschlagen und mit Wein gehandelt. Aui. Raymond Guilleret probiert gerade einen 3 Jahre alten Fitou. Der Weinhändler ist sein Mieter. Das Haus gehört Raymond. Vor 76 Jahren wurde er hier geboren, im Winter. Dort oben, hinter dem linken Fenster, bin ich geboren, im Februar 1929. Gewaschen wurde ich mit Wasser aus dem Kanal. Raymond mit der Mutter. Der Vater handelte mit Getreide. Der Canal du Midi hat die Familie ernährt. So sahen die Schiffe vor dem Krieg aus. Aus Holz waren sie. Und sie wurden von Pferden oder Ochsen gezogen. Im Bassin von Castelnaudary liegt auch die einzige Insel des Kanals. Da sind wir mit unseren Freundinnen oft hingerudert, um Golo-Golo zu machen. Der Sattel von Norouz. Hier, wo zu Ehren des Baumeisters ein Obelisk errichtet wurde, erreicht der Kanal seinen höchsten Punkt, 189 Meter. Wenige Wasserstraßen überwinden solche Höhenunterschiede. Die erste Schleuse auf dem Weg runter zum Atlantik heißt so wie das Ziel: Océan, Ozean. Handbetrieb ist mir lieber, sagt Joël Hubot, aber er kann es sich auch nicht aussuchen. Océan ist die letzte Schleuse, auf der noch gekurbelt wird. Mein Vater und mein Großvater haben auch so gearbeitet. Nur noch wenige Kilometer bis Toulouse. Drei Kanäle treffen vor den Toren der Stadt aufeinander. Dann folgt der letzte Abschnitt, mitten durch Toulouse. Der Kanal wird zur Allee, bevor er sein Ziel erreicht. Die Garonne, der große Fluss. Letzte Etappe auf dem Weg zum Meer. Das aktuelle Heft von Mare ist im Zeitschriftenhandel erhältlich.